Setz dich hin und lock dich ein, hier kannst du unter Freunden sein. Ist die Meinung auch verquer, im Internet mag man dich sehr. Wo lebt Adolf Hitler heut, ob Elvis seinen Tod bereut? Wie baue ich mir nen Aluhut? Tipps und Tricks sind alle gut. Deutschland als GmbH, das war dir schon immer klar. Von den USA bezahlt, von den Chemtrails ganz verstrahlt. Impfen bringt die Menschen um, Milch macht deine Kinder dumm. Mikrowellen machen krank, da lebt ein Monster in dem Schrank. Wissen ist nicht dein Bereich, für dich sind Bild und Bildung gleich. Traurig, aber wahr, mach dir bitte eines klar: Das Internet ist voll von Idioten. Das Internet gehört für die komplett verboten. Denn egal was du zu wissen glaubst, sie wissen alles besser. Also pass gut auf dich auf, denn im Internet sind die Gewässer wild. Und leider trotzdem furchtbar tief. Selber denken brauchst du nicht, andere tun das für dich. Kauen dir die Meinung vor, saugst es auf am Monitor. Hass und Rätsel sind der Hit, komm sei cool und mach schnell mit. Juden, Neger, alle faul, gib ihnen verbal aufs Maul. Der Türke klaut dir deinen Job, also schließt du dich dem Mob im Internet an. Bist dabei im Internet, da bist du frei, denn hier bist du anonym. Parolen sind dein Kokain, die Likes, die sind dein Ecstasy. Du fühlst dich jetzt so geil wie nie. Anonymität wie nie, komprimiert Idiotie. Leicht zu weit zu gehen, es ist nicht zu übersehen. Das Internet ist voll von Idioten. Das Internet gehört für die komplett verboten. Denn egal was du zu wissen glaubst, sie wissen alles besser. Also pass gut auf dich auf, denn im Internet sind die Gewässer wild. Und leider trotzdem furchtbar tief. Herzlich willkommen im Internet. Und kaum ein Mensch in diesem Land macht noch Gebrauch von dem Verstand, der ihn vom Nazi unterscheidet, Menschlichkeit leidet. Das Internet ist voll von Idioten. Das Internet gehört für die komplett verboten. Denn egal was du zu wissen glaubst, sie wissen alles besser. Also pass gut auf dich auf, denn im Internet sind die Gewässer wild. Das Internet ist voll von Idioten. Viele Idioten. Das Internet gehört für die komplett verboten. Denn egal was du zu wissen glaubst, sie wissen alles besser. Also pass gut auf dich auf, denn im Internet sind die Gewässer wild. Und leider trotzdem furchtbar tief. Das war mal wieder ein Original von mir und zwar relativ aktuell auch, aus dem Grund, weil ich im Moment einfach fürchterlich erschüttert bin, was im Internet so vor sich geht, was man so zu lesen kriegt. Da scheinbar überall, wo Leute irgendwie die Möglichkeit haben zu kommentieren, man überwältigt ist von dem tatsächlich geistigen Dünnschiss, den sie von sich geben, und das finde ich persönlich absolut schrecklich, weil die meisten Leute wirklich nur das nachplappern, was irgendwelche anderen Idioten, Verschwörungstheoretiker oder sonstige Leute vorgeplappert haben und scheinbar kein Schwein mehr es hinkriegt, einfach mal selbst drüber nachzudenken, ob es irgendeinen anderen logischen Grund gibt, beziehungsweise was hinter all dem stecken könnte, wo sie angeblich jetzt drüber sich beschweren müssen. Und es ist unglaublich in meinen Augen und deswegen musste dieser Song einfach sein. Nehmt ihn semi-ernst, natürlich, es gibt immer wieder Ausnahmen von der Regel, Leute, die normal denken können, aber vor allem diese ganzen Leute, die gerade sich in die Flüchtlingsdebatte einschalten und scheinbar null Ahnung von der ganzen Sache haben, die sich jetzt gegen Flüchtlinge aussprechen, dafür tun, dass sie
so tun, als wären sie nicht rechts, dafür aber genau die rechte Propaganda wählen. Und dieses ganze, die BRD ist eine GmbH-Verschwörungstheorie-Kram, diese Leute sind unbelehrbar. Wie hat man schon mal gesagt, mit Leuten im Internet zu diskutieren ist, hier dieses Beispiel mit den Tauben, ich guck mal, ich pack das Bild einfach gleich mal hinten dran, dann könnt ihr euch das angucken, ihr kennt das ja. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Offener Aufruf, denkt wirklich nach, fangt an nachzudenken, macht euch selbst Gedanken, plappert nicht das nach, was irgendwer anderes euch vorplappert und hinterfragt Sachen. Ehrlich. Ehrlich. Benutzt euren Menschenverstand, dafür habt ihr ihn. Und gut, sonst wünsche ich euch noch viel Spaß. Hier habe ich noch einmal die anderen Videos verlinkt, und zwar einmal, mal gucken, da ist meine Hand, einmal da das letzte und hier das vorletzte, das heißt, die könnt ihr euch beide anschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder.